Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei A Normal Lost Phone. Und wir sind immer noch hier bei BU im Forum. Wir haben noch ordentlich was vor uns und ich denke, wir werden hier noch viel mehr erfahren, als wir bis jetzt schon rausgefunden haben. Die Vorstellungsrunde hatten wir jetzt eben in der letzten Folge. Für mich eben, für euch in der letzten Folge. Dann denke ich, gucken wir jetzt mal beim Dampf ablassen nach. Tessie ist da. Falls ihr euch abreagieren müsst oder euch einfach mal darüber auslassen wollt, wer euch heute den Tag vermiest hat, hier ist der richtige Ort dafür. Jemand behandelt dich als Angehöriger des falschen Geschlechts. Deine Familie ist mal wieder unerträglich. Du musstest dir blöde Kommentare von wildfremden Leuten anhören. Wenn ihr darüber sprechen wollt, seid ihr hier richtig. Einzige Regel, bitte kommentiert die Erlebnisse von anderen nicht nach dem Motto, ach, hättest du es einfach dieses oder jenes gesagt. Es ist schon schwer genug, wenn man im Alltag zu kämpfen hat. Dann muss man nicht auch noch daran erinnert werden, dass es 100 schlagfertigere Comebacks gegeben hätte. Okay. Simba schreibt, mir ist neulich was passiert. Kurz zur Erklärung. Bisher habe ich mir nur die Haare kurz schneiden lassen und noch nicht mit Hormonen angefangen, weil ich erst noch meiner Mutter sagen will, dass ich trans bin. Lange Geschichte. Dann waren sie und ich zusammen einkaufen und in einem Laden nannte die Verkäuferin mich der junge Herr. Meine Mutter hat ihr einen vernichtenden Blick zugeworfen und sie sofort korrigiert, aber mein Herz hat einen riesigen Satz gemacht und ich habe mich so gefreut. Ich hatte das Gefühl, dann ist der Unterschied Mann-Frau in den Köpfen der Leute ja doch nicht so riesig. Burrito-Kun schreibt, wie cool. Ich habe manchmal auch solche Momente, und zwar, wenn ich merke, dass meine Kollegen sich voll Mühe geben. Wenn sie über mich reden, sagen sie eher, und das geht mir runter wie Öl. Hey, says so. Einer Freundin aus Kindertagen gegenüber habe ich mich schon vor längerer Zeit geoutet und sie hat es damals sehr gut aufgenommen. Sie meinte, hätte kein Problem damit und es würde an unserer Freundschaft nichts ändern. Wir hatten ein längeres Gespräch, in dessen Verlauf sie mir erklärte, für sie wäre Geschlecht nichts als ein soziales Konstrukt und ein Phänomen unserer Gesellschaft. Und jetzt, 3 Jahre später, nennt sie mich immer noch sie. Ich habe mittlerweile eine richtige Wut. Ich habe keine Lust, sie ständig darauf hinweisen, aber manchmal denke ich mir, sie hat es einfach nicht begriffen. Was? Sie meinte, sie hätte kein... Sie hat es damals gut aufgenommen. Sie meinte, sie hätte kein Problem. Es würde an der Freundschaft nichts ändern. Wir hatten ein längeres Gespräch. Sie mir erklärte, für sie wäre... Und jetzt, 3 Jahre später, nennt sie mich immer noch sie. Ja, nun... Schwierig vielleicht, ne? Wenn du ein Leben lang... Ja, eine Freundin aus Kindertagen... Wenn du ein Leben lang zu jemandem eher gesagt hast, dann ist es vielleicht schwierig innerhalb von, naja, 3 Jahre ist sicherlich auch eine lange Zeit, aber ja, ist vielleicht schwierig, ne? Ist ja dann doch eine relativ kurze Zeit, 3 Jahre. Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man das sicherlich innerhalb von ein paar Wochen sich umtrainieren. Dass man eher zu jemandem sagt, anstatt sie. Okay. Ja, das ist allerdings frustrierend. Manche Leute meinen einfach, sie wüssten alles, sind dann aber echt keine Leuchten. Wenn Geschlecht tatsächlich nichts als ein soziales Konstrukt wäre, bin ich mir nicht sicher, ob wir so viel Zeit und Energie für Behandlungen und Veränderungen aufwenden würden. Man merkt, dass deine Freundin sich nicht wirklich informiert hat, sonst würde sie solche Sachen nicht sagen. Naja, was heißt nicht informiert hat? Das kann man ihr jetzt nicht zum Vorwurf machen. Es ist ja nicht Teil ihres Lebens. Aber ich finde natürlich schon, wenn sie seine, ihre Freundin ist, dass sie sich da einfach ein bisschen mehr Mühe geben könnte mit der Anrede auch, oder? Einfach nur, um ihm, ihr einen Gefallen zu tun. Ne? Weil sie eben Freunde sind. Tja, ich mach's kurz. Heute durfte ich als Vorzeigefreund dienen. Mein bester Kumpel meinte,
Er müsste sich profilieren, so nach dem Motto, schaut alle her, wie tolerant ich bin. Manche meiner besten Freunde sind Transsexuelle. Kein Gedanke daran, dass es mir vielleicht Unrecht sein könnte, wenn er ausposaunt, dass ich trans bin. Das wollte ich einfach nur loswerden. Das ist ja auch gemein, ne? Bitte was? Was denkt er sich? Am besten finde ich es, wenn man mit Leuten weggeht und die den ganzen Abend lang Witze darüber machen, dass du jetzt bestimmt voll toll darin bist, wen auch immer aufzureißen. Und dann schließlich kennst du ja beide Ufer, oder? Hahaha. Ja, nee, ist klar. Wir sind automatisch Weltmeister im Baggern. Ich hatte schon Bemerkungen von Freunden. Mal sehen, wie lange sie es noch bleiben. So von wegen, wehe, ich würde sie demnächst anmachen. Schließlich sei ich ja jetzt trans. Als würde ich sie deshalb jetzt jederzeit anspringen. Oder als würde ich mit meinem Geschlecht auch gleichzeitig meine sexuelle Orientierung ändern. OMG, habt ihr gesehen, dass es im LGBT-Zentrum von Melrin gebrannt hat? Hat da jemand das Zentrum angesteckt? Vor lauter Unverständnis, Wut, Hass, keine Ahnung, weil es witzig fand? Was ist passiert? Irgendwelche homophoben Drecksäcke haben das Haus in Brand gesteckt. Oh Mann. In den Nachrichten kam gerade, dass zum Glück niemand verletzt wurde. Aber was macht dich so sicher, dass da Schwulenhasser am Werk waren? Im Fernsehen haben sie davon jedenfalls nichts gesagt. Pff, das heißt gar nichts. In den Medien steht immer nur die halbe Wahrheit. Verbrechen aus Hass. Das Wort nehmen sie natürlich nicht in den Mund, aber ich schwöre dir, genau das ist der Fall. Dass es Brandstiftung war, so viel steht fest. Und wir bekommen seit 3 Monaten anonyme Drohschreiben. Haut ab aus Melrin oder wir fackeln euer Haus ab. So in dem Ton. Wow, dass Melrin nicht besonders LGBT-freundlich ist, wusste ich ja bereits, aber sowas? Hey, aber sag mal, dein letzter Post klingt so, als wärst du selber Mitglied im LGBT-Zentrum in Melrin. Ist alles okay bei dir? Ja, ich engagiere mich da viel und jetzt gerade geht's mir alles andere als gut. Hey, Sesso. Das sind eine ganze Menge persönliche Informationen über dich. Jeder könnte darauf schließen, wer du im echten Leben bist. Laut unserer Etikette ist das eigentlich verboten. Es geht mir nicht darum, hier die Paragraphenreiterin zu spielen, aber ich möchte einfach, dass sich alle Mitglieder unseres Forums sicher fühlen. Naja, so viel hat er jetzt auch nicht gesagt. Außer, dass er sich da engagiert. Okay. Tessie ist da. Keine Sorge, in Melrin kennen mich eh alle. Und so sehr wir uns gerade das Maul verboten werden soll, habe ich echt keine Lust, mich zu verstecken. Im Gegenteil, ich will so laut sein wie möglich und für unsere Rechte kämpfen. Ich halte so schnell nicht die Klappe. Gut gesagt, hey Sesso. Danke für alles, was du tust und für alle Arbeit, die du ins Zentrum steckst. Ich hoffe, es wird bald wieder aufgebaut. Das hoffe ich auch. Kann mich bitte jemand adoptieren? Ich halte meine Eltern nicht mehr aus. Oh, Something schreibt. Ach so, das war er auch. Hm, okay. Kann mich bitte jemand adoptieren? Ich adoptiere dich sofort, Something. Was ist passiert mit deinen Eltern? Achtung, langer Post incoming. Also, ich habe einen älteren Cousin, den ich gar nicht richtig kenne, weil er plötzlich aus der Familie... Ah, jetzt wird's interessant, ihr Lieben. Weil er plötzlich aus der Familie verschwunden ist, als ich noch klein war. Ich habe bestimmt seit 10 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Seinem Bruder und mir wurde immer gesagt, er hätte sich einer Sekte angeschlossen und sei deswegen abgehauen. Ich habe das nie hinterfragt. So, jetzt lag letzte Woche in unserem Briefkasten eine Einladungskarte für die Hochzeit von besagtem Cousin. Und Wunder über Wunder, er heiratet einen Mann. Mein Cousin, den ich seit Urzeiten verschollen geglaubt habe, heiratet einen anderen Typen. In meiner Familie, dem homophobsten Clan der Welt. Ich meine, letzte Woche wurde noch darüber diskutiert, dass es ja wohl gut sei, dass das LGBT-Zentrum abgebrannt ist. Also ihr könnt es euch ausmalen. Ich habe mit meinem anderen Cousin darüber gesprochen, also seinem kleinen Bruder. Und es stellte sich heraus, dass seine Eltern ebenfalls eine Einladung bekommen hatten.
Er hat die Karte im Arbeitszimmer von seinem Vater gefunden, sich die Kontaktdaten gemerkt und dann seinen Bruder angerufen. Und dann stellte sich heraus, dass die Geschichte mit der Sekte erstunken und erlogen war. Er ist vor 10 Jahren nicht plötzlich auf religiöse Abwege geraten, sondern, und jetzt kommt's, seine Eltern haben ihn vor die Tür gesetzt, weil er am selben Tag versucht hat, sich bei ihnen zu outen. Und seitdem weigern sich seine Eltern auch nur ein Wort mit ihm zu sprechen. Oh Mann, wie furchtbar. Ja, also irgendwie schon. Aber ich bin trotzdem der Meinung, 99% der Eltern lieben ihre Kinder und werden sich irgendwann an den Gedanken gewöhnen, damit anfreunden oder wie auch immer. Ich bleib dabei. Man ist immer Kind seiner Eltern und Eltern in der Regel lieben ihre Kinder. Aber dass sie, okay, dass sie so eine Lügen erzählen hier mit Sekte und so. Na, vielleicht haben sie sich das selber eingeredet dann auch, oder? Ich weiß ja nicht. So als Erklärung, irgendwas, was sie verstehen können. Ja, anscheinend können sie es ja einfach nicht verstehen. Und haben sich dann ihre eigene Erklärung vielleicht gesucht mit der Sekte. Na, vielleicht sind die Schwulen auch so eine Art Sekte für manche. Das mag ja auch sein. Ja, wie furchtbar. Aber... Warum hat er sie dann zu seiner Hochzeit eingeladen? Verstehe ich nicht. Doch, das verstehe ich schon. Weil er seine Eltern immer noch liebt, darum. Und er sie gern dabei hätte. Ist ja schließlich seine Hochzeit. Naja, manchmal ändern Leute sich ja. Das ist vielleicht ein Versöhnungsversuch von Sam Things Cousin. Auf jeden Fall ist es super mutig. Mutig, ja, aber nutzlos. Die Einladung ist in den Müll gewandert. Was für Scheißeltern, ohne Witz. Naja, jedenfalls weiß ich, worauf ich mich gefasst machen kann, sollte ich es eines Tages mit einem Coming-out probieren. Nicht unbedingt, Sam Thing. Vielleicht haben deine Eltern dir das mit der Sekte ja auch nur erzählt, weil sie das so von deinem Onkel und deiner Tante gehört haben. Das habe ich auch erst gedacht, gehofft. Also habe ich sie danach gefragt. Das Gespräch lief ungefähr so. Ich habe gesehen, dass mein Cousin uns eine Hochzeitseinladung geschickt hat. Meine Eltern? Ja, wie dreist kann man sein, uns zu seiner Kultzeremonie einzuladen? Ich? Aber eine Hochzeit ist eine Hochzeit. Ist doch cool, oder? Meine Eltern? Pappalapapp. Eine Hochzeit ist zwischen Mann und Frau. Das da ist eine scheußliche Anomalie. Sowas machen die in der Homosekte. Also nicht Wort für Wort, aber so ungefähr. Dann haben die Eltern das gewusst, ja. Okay. Eine Hochzeit ist zwischen Mann und Frau. Dann haben sie das gewusst. Das finde ich aber nicht schön. Oh, ja. Echter Hammer, deine Eltern. Hilfe, ich weiß, falscher Thread, aber trotzdem, ich bin Hedibos 17, aber ich habe mein Passwort vergessen. Okay, ja. Hallo, Hedibos. Du brauchst das, du kriegst eine E-Mail. Oh Mann. Dass seine Eltern da jetzt auch mit drin stecken, ist aber schon doof. Ja, was heißt mit drin stecken? Aber sie betonen es ja hier auch, ne? Eine Hochzeit ist zwischen Mann und Frau. Klar haben sie es gewusst. Das ist blöd. Na gut, das war Dampf ablassen. Coming out. Was haben wir denn hier? Tessie ist da. Alles rund ums Coming Out könnt ihr hier besprechen. Ihr habt es bereits hinter euch und möchtet davon erzählen oder ihr habt euch noch nicht getraut und braucht moralische Unterstützung. Hier seid ihr richtig. Sunshine schreibt, hallo. Ich bin das erste Mal in einem Forum wie diesem, also entschuldige ich mich schon mal im Voraus, falls hier der komplett falsche Ort für meine Frage ist. Aber ich bin gerade echt verwirrt. Und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mein Freund hat mir gestern gestanden, dass er trans ist. Und ich verstehe es nicht. Schlicht und ergreifend, ich verstehe es nicht. Wie jemand das denken kann. Er war immer ein sehr maskuliner Typ. Er spielt Hockey, er hat einen unheimlich schönen Bart. Wie kann er denn jetzt plötzlich auf die Idee kommen, er sei eine Frau? Ohne jetzt über den Penis von meinem Freund philosophieren zu wollen. Aber er sagt, der würde ihn nicht stören. Nur jetzt frage ich mich trotzdem, will er ihn irgendwann abschneiden? Er hat außerdem gesagt, dass er sich in Zukunft zu Hause als Frau verhalten will, aber ich weiß auch nicht, das macht mir Angst.
Wird er sich ab jetzt die Beine epilieren und Röcke anziehen? Das ist doch lächerlich, oder? Und heißt das dann, dass er schwul ist, es aber nicht zugibt? Wird er mich für einen anderen Mann verlassen? Ich brauche echt Hilfe. Also es muss auch hart sein, oder? Ich meine, bist du mit jemandem zusammen und du denkst, dass du ihn kennst? Und von 0 auf 100 steht da ja erstmal eine völlig andere Person von dir. Und du stellst fest, dass derjenige da irgendwie völlig fremd für dich ist. Du verstehst das alles gar nicht. Also das muss auch wirklich hart sein. Ja, darf man ja jetzt nicht vergessen, so hart wie das für die Betroffenen ist, genauso hart ist es sicherlich für die Angehörigen und oder Freunde oder geliebte Verwandte oder wie auch immer. Also ich finde diesen Post jetzt gar nicht doof hier. Ich finde es auch schön, dass sie den hier mit einfügen, dass wir das Ganze mal ein bisschen von der anderen Seite hier zu sehen bekommen. Ich bin mal gespannt, was die anderen jetzt schreiben. Hi Sunshine, okay, ganz ruhig. Du sprichst in deinem Post sehr vieles an. Ich versuche jetzt einfach mal, das ein bisschen aufzudröseln, um dir zu helfen. Als allererstes, das war schon mal genau die richtige Reaktion von dir, hierher zu kommen und deine Frage zu stellen. Das ist der beste Weg, um konstruktive Antworten von Leuten zu bekommen, die sich auskennen. Schön, dass du dich getraut hast. Es scheint das erste Mal zu sein, dass du mit einem Transmenschen zu tun hast. Und da kann ich es gut verstehen, dass du erstmal durcheinander bist. Zunächst mal tief durchatmen. Es macht vielleicht nicht alles gleich Sinn, aber das ist normal. Ganz viele Leute haben am Anfang Schwierigkeiten durchzusteigen. Ich versuche einfach mal, dir das Konzept Transgender zu erklären. Dazu ist es wichtig, sich Folgendes klar zu machen. Das Geschlecht im Kopf ist nicht das gleiche wie das Geschlecht zwischen den Beinen. Bei der Geburt teilt man uns ein Geschlecht zu, je nachdem, was da im Schritt zu sehen ist, und geht davon aus, dass das mit dem Gender, dem Geschlecht im Kopf, übereinstimmt. Oft genug ist das auch der Fall. Man ist dann cis. Okay. Manchmal, so wie bei deinem Freund, ist es aber nicht der Fall. Dann ist man trans. Das entdecken die meisten Transgender aber nicht urplötzlich. Es dauert oft einige Jahre, bis sie überhaupt benennen können, dass da etwas nicht stimmt oder sie sich irgendwie nicht wohlfühlen. Und dann vergeht oft nochmal viel Zeit, bis sie an die Wurzel des Problems kommen. Das Geschlecht im Kopf, das Gender, die Geschlechtsidentität. Bei manchen geht es schneller als bei anderen, aber nie von heute auf morgen. Dazu musst du bedenken, dass ein ganzer Haufen Probleme auf einen zukommt, wenn man anfängt, seine Geschlechtsidentität anzunehmen. Man trifft auf eine Menge Diskriminierung von außerhalb. Man hat nicht die Wahl, ob man Transgender sein möchte oder nicht. Für ein Coming-out dagegen muss man sich entscheiden. Manche Leute offenbaren sich nie, aber das ist ein Thema für einen anderen Post. Was das Geschlecht zwischen den Beinen angeht, nicht jeder Transgender unterzieht sich Genitaloperationen. Trans zu sein ist in erster Linie ein Gefühl, eine Identität mit deinem Körper oder dem, was du tust oder nicht tust. Um ihn zu verdrängen, hat es nicht unbedingt etwas zu tun. Es gibt Leute, denen bei der Geburt das falsche Gender übergestülpt wurde, die sich aber trotzdem wohl in ihrem Körper fühlen. Transgender möchten in ihrer Umwelt als das Gender erkannt werden, mit dem sie sich selbst identifizieren, nicht als das, was ihnen zugedacht wurde. Das ist oft das Wichtigste. Also wenn deine Freundin dir sagt, dass sie sich mit ihrem Penis wohlfühlt, dann glaub ihr das. Das ist durchaus keine Seltenheit für Transgender. Was aus sich zu Hause als Frau verhalten angeht, darauf kann ich dir keine Antwort geben. Jeder handhabt es unterschiedlich. Manche Transfrauen schminken sich, andere nicht. Manche kleiden sich sehr feminin und tragen Kleider und Accessoires, andere ziehen sich nur ein BH an. Setzt euch zusammen und sprecht darüber. Ein letzter Punkt. Das Gender lässt keine Rückschlüsse auf sexuelle Orientierung zu. Sie sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Über die sexuelle Orientierung deiner Partnerin kann ich keine Aussage machen, schließlich kenne ich sie nicht, aber es kann sehr gut sein, dass sie homosexuell ist und Frauen mag oder bisexuell ist oder etwas anderes.
Hier wiederum der Rat: Nehmt euch Zeit und sprecht darüber, dass du dir gerade schwer tust und unsicher bist, ist normal. Während Transgender ihre Transition durchmachen, durchlaufen ihre Partner in vielen Fällen verschiedene Phasen der Trauer. Nicht wahrhaben wollen, Wut, tiefe Traurigkeit. Das ist normal. Kommunikation ist auch hier das Wichtigste für die Monate, vielleicht Jahre, die euch bevorstehen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Mut für das, was kommt.